wenn man auf 38 oder irgendwo in dem Bereich verliert, dann ist das ein riesiger Verlust, den ich niemals geglaubt hätte, niemals. Persönlich, das was ich jetzt gesehen habe unten von den Gemeinden, habe wahrscheinlich den Wahlkreis gewonnen, so wird es ausschauen. Aber auch ich habe verloren. Ob das der Trend insgesamt für die CSU ist, dass der den Direktkandidaten mit nach unten zieht, das muss man halt mal genau untersuchen. Aber insgesamt ist das für die Union ein dramatisches Wahlergebnis. Jetzt werden wir schauen, wie sich das entwickelt, und es geht weiter und es wird weitergehen. Und wir werden Deutschland weiter schauen, dass es gut weiterläuft. Die wirtschaftliche Lage ist auch hervorragend, aber das bestimmende Thema war das Thema Flüchtlinge. Das sehen wir jetzt bei diesen Ergebnissen. Ja, wir erleben sehr deutlich, dass sich das Ergebnis unseres Abgeordneten von dem Ergebnis der Partei deutlich abkoppelt. Und das ist schon auch ein Argument oder ein Hintergrund, dass einfach der Karl für unsere Region, für die Menschen eine ganz tolle Arbeit gemacht hat. Das haben die Menschen auch bei der Wahl honoriert. Das Ergebnis der CSU insgesamt war natürlich bundespolitisch von den Flaggen der Flüchtlingsthematik geprägt. Das Ergebnis der AfD bei uns im Landkreis erschüttert mich auch als Landrat. Da bin ich ganz ehrlich, da gibt es nichts drum herum zu reden.